Ja! Der ist gut. Boah, ist immer wieder geil, ey. Boah. Boah. Einen wunderschönen guten Morgen. Die GoPro ist gerade noch geholt. Dann montieren wir und dann erzählen wir euch gleich, was wir hier vorhaben. Wir sind auf dem Platz. Also, was ist das Ziel? Das Wasser hat jetzt so knapp über 20 Grad. Schon über eine Woche. Ich war, um ehrlich zu sein, letzte Woche hier, hatte auch Erfolg, aber musste ganz schön kämpfen, weil letzte Woche waren noch nicht alle Fische aus der Laich. Ich hoffe, dass das jetzt der Fall ist, zumindest dass viel mehr Fische aus der Laich sind. Wir haben Ende Juni, die biologische Uhr tickt und ich gehe mal von aus, dass sie jetzt langsam durch sein sollten. Und wenn das der Fall ist, haben sie Bock zu fressen. Drückt mir da einfach mal die Daumen. Was will ich machen? EvoCat, Catcrank. Unser Catcrank, der kommt ja im Juli in den Handel, also es dauert nicht mehr lange. Und ich wollte unbedingt mal ein Video machen hier auf YouTube, nicht nur auf Zeck Plus, weil da hatten wir letztes Jahr schon ein Video. Ja, in dem ich zeige, wie man mit so einem kleinen Teil, ja, und guckt euch mal die Größe an. Also unser Danny, unser großer Danny, ist ein Barschwuppler und der ist eigentlich, ja, genauso groß, ja. Also will ich euch zeigen, wie man mit so einem kleinen Teil, manche würden sagen, ist ein Barschwuppler, Waller fangen kann. Keine Sorge, das Ding ist richtig stabil, Drillinge, Innenleben. Man muss so ein bisschen was beachten, vor allen Dingen braucht man eine passende Route, wie hier die 240er EvoCat, die auch mit solchen leichten Ködern gut umgehen kann. Gerade an Flüssen, die so, sag ich mal, bis 3,5 Meter tief sind oder Stellen, die bis 3,5 Meter tief sind, da ist unser Catcrank wirklich eine Macht. Dieses hochfrequente Vibrieren, was entsteht einfach durch die Kombination der Tauchschaufel mit den Bodyausmaßen, das macht die Waller verrückt. Wenn sie Bock haben, ne? Und ob sie Bock haben, schauen wir uns jetzt mal an. Platzwechsel. Ungefähr 20 Minuten geangelt, bisschen mehr. Und da hat man auch schon alle Bahnen gefächert, die Pizza geschnitten. Jetzt geht's auf einen neuen Platz, beziehungsweise einfach nur 20 Meter weiter unterhalb und dann wird wieder gefächert. Immer schön in die Richtung, wo auch die Verwirbelungen sind. Wir haben hier so eine Art Wehr, das sind die Spots, die normalerweise Fisch bringen, ja. Mal gucken. Ich mache das hier jetzt mit dem E-Motor, muss ich nicht immer den Verbrenner anschmeißen. Ich habe hier übrigens so eine Boje dran, ne? Eine Wallerboje von uns, Catbui. Am Ende der Leine, am Ende der Ankerleine, hier so eine Klampe, kann man im Zubehör irgendwo kaufen, werden wir vielleicht demnächst auch irgendwann mal bekommen. Und sollte jetzt ein Fisch drauf gehen, kann man ganz easy den Anker lösen und dann einfach mit Seil alles ins Wasser werfen, findet man dann nachher mit der Boje wieder. Es ist einfach besser, als da jetzt irgendwie beim Großfisch noch schnell einen Anker zu lichten oder noch irgendwie eine Minute zu verschwenden und einen Fisch darum zu machen. Lieber direkt lösen, alles ins Wasser werfen und dann dem Fisch folgen. Weil wenn ein großer Fisch beißt und der geht mit der Strömung, kann man den hier auf keinen Fall halten. Ja, deshalb schön mit dem Boot folgen, das ist ja unter anderem ein Vorteil des Boots. So, jetzt sind wir 25 Meter weiter unterhalb und jetzt wird wieder gefächert. Mal gucken, ob sie hier Bock haben. Ist er doch. Oh, der zweiten Stelle jetzt eine Viertelstunde geangelt. Super. Er ist nicht schlecht, der Fisch. Nicht in den Anker gehen, Kollege. Muss man immer ein bisschen aufpassen.
durch. Voll Richtung Anker. Scheiße. So, kannst du Anker lösen? Sicher ist sicher. Ich helfe ein bisschen. Klar, jetzt geht er mit der Strömung. So. Machen wir das Echolot an. Lass mal ein bisschen sehen, wo stehen Bäume oder so. Ich kenne den Platz ein bisschen. Ist ein guter Fisch. Normalerweise befinden sich nur Bäume am anderen Ufer. Hier sollte man frei drillen können. Oh, ist immer wieder geil, ey. Die Bisse aus dem Nix kommen. Jawohl. Tja, ist gut. Ein guter, guter Fisch. Ein ganz leichtes Gerät auch, ja. Die 100 Gramm EvoCat, die hat schon richtig Rückgrat. Und 33er Halkleine. Oh. Oh. Wenn sie sich drehen. So, jetzt gefällt mir das nicht. Muss mal Richtung Ufer getrieben werden. Da fahre ich ein bisschen vom Ufer weg. Komm vom Ufer weg. Und scheiß Bäumen. Das ist ja bei so einem großen Fisch, da kann man halt auch nichts machen, ne? Wenn der nicht will, will er nicht. Boah. Der ist gut. Boah. Boah. Könnte mein Schwimm-PB sein. Hängt natürlich auch ganz vorne, ey. Was ein Scheiß. Was ein Scheiß. Der liegt ganz vorne, vor der Kauplatte. Ganz spitz gebissen. Ich will nicht zu viel Druck machen. Ich weiß nicht, wie gut der Haken hängt. Großer Fisch. Ich komme so ein bisschen mit dem Daumen mit. Normalerweise würde ich jetzt weniger hier rum machen, aber ich will nicht ausschlitzen. Ich würde direkt greifen, aber Drilling ist halt mittig in der Zahnplatte. Das heißt, man kann auch nicht gut greifen. Das Boot natürlich auch aufpassen mit dem Haken. Greifen, ne? Das ist der Haken auch nicht mehr so geil. Die Hand hole und den Bügel aufmache. Ja, Bügel ist offen. Noch ein Stück? Ich bin jetzt. Ich bin drauf aufpassen. Obwohl, ich bin. Oh. Geil.
Jetzt eine Uferstelle suchen. Boah, ein Koloss. Richtig, richtig geil. 2,28 Meter hat er. Und was ungewöhnlich ist für diesen Fluss hier, der ist fett. Der ist richtig, richtig breit. Ja, ich will jetzt gar nicht lang rummachen. Ich würde sagen, den lassen wir direkt wieder schwimmen. Richtig geil. Bruder, der ist richtig, richtig schwer. Boje gefangen und jetzt machen wir uns noch mal genauso fest wie eben und fischen da noch ein paar Minuten und dann wechseln wir die Spots, ja, bis am besten noch mal so ein Gigant einsteigt. Wahnsinn, ey. Am Anfang hatten wir sogar 2,33, aber man soll sich nicht selbst verarschen. Wir haben anders angehalten, da hat er 2,28 gehabt. Noch ein paar alte Male vom Laichen, also die waren schon verheilt, der ist definitiv aus der Laich draußen. Mein Kumpel hat gemeint, dass er gestern ein bisschen rumgefahren ist und die Fische waren noch nicht an ihren normalen Plätzen. Also wir sind gerade so in einer Zeit, wo manche noch in der Laich drin sind, andere draußen. Aber ganz ehrlich, der Fisch hat doch schon für alles entschädigt, ne? Nach, wie lange haben wir jetzt geangelt? 40 Minuten, ne? Und dann direkt so ein Fisch. Oh, der Gang ist noch drin. Also richtig, richtig geil. So, ich mache uns jetzt fest und dann sage ich ganz kurz was zum Gerät. Also, ist ein bisschen windig, ich hoffe, man versteht mich. Wie habe ich geangelt? Unser Catcrank, ich habe mir schon mal kurz vorgestellt, ein 3 Meter tief laufender Crankbait. Der ist nur so ungefähr 7,5 cm lang und das sorgt einfach dafür, dass der eine hochfrequente Vibration hat. Dass der wirklich in der Strömung ganz, ganz schnell von links nach rechts geht. Und das funktioniert mit größeren Wobblern nicht. Immer wenn ich größere Wobbler zum Welsangeln sehe, das kann funktionieren, man kann damit angeln, ja, aber das hier ist viel, viel effektiver. Das ist genau die Aktion, wie auch zum Beispiel ein Vertical Jig hat, die Waller wirklich verrückt macht. Und auch zum Beispiel ein Chatterbait hat eine ähnliche Aktion, eine hochfrequente. Ist übrigens auch ein nächstes Thema, wo wir rangehen, Thema Chatterbait. Aber erst bleiben wir mal hier beim Crankbait. 3 Meter Tauchtiefe, der würde am feineren Gerät noch tiefer tauchen, aber man darf ja nicht vergessen, dass man ja schon eine dickere Schnur beim Welsangeln hat. Apropos dickere Schnur, wir fischen hier dünn, weil das Teil hier hat nur 22 Gramm und man muss ihn ja auch auf Tiefe bringen und man muss auch ein Gefühl drin haben in der Route und deshalb benutzen wir hier eine 33er Halkline. Die ist schon so ein bisschen verdrallt, wie ihr seht, das kommt einfach vom Drillen. Ganz klar, so ein Fisch, wenn der abgeht, der nimmt dann mal Schnur über die Bremse und immer wenn er Schnur nimmt und man nochmal einkurbelt, dreht sich die Schnur so ein bisschen. Wenn ich jetzt noch ein, zwei Fische in der Größenordnung damit fange, also ich habe mit der Schnur jetzt hier in 2,5 Angeltagen insgesamt, ja, leider nur in Anführungsstrichen zwei Fische gefangen, aber der hier von 2,28 und noch ein 2,12er und das waren beides richtig harte Drills und da verdreilt halt die Schnur mal ein bisschen. Als Vorfach kann man natürlich Monolider fischen, ich bevorzuge allerdings, fragt mich nicht warum, man kann schneller binden und es ist auch oft so ein bisschen abriebfester. Unser Silent Leader ist trotzdem glatt, macht wenig Krach in der Strömung, 0,7er Material ist das. Um den Catcrank mit dem Vorfach zu verbinden, in Twistlock Snap. Geht nichts drüber. Vorfachlänge, so ungefähr 70, 80 cm, reicht vollkommen aus. Und je nach Spot kann man natürlich auch mal einen Köder wechseln, wenn es ganz flach wird. Wir haben noch einen anderen Wobbler, über den möchte ich jetzt im heutigen Video nicht allzu viel erzählen. Der Catpointer, der kommt im anderen Video dran. Wir befischen hier heute Stellen von ungefähr, sag ich mal, 2 Meter Tiefe bis 3,5 Meter Tiefe. Und das ist so der Tiefenbereich, wo der Catcrank funktioniert. Wie fischt man genau damit, das erkläre ich euch an der nächsten Stelle. Zuerst mache ich noch ein paar Würfe. Ach so, ja, vielleicht interessiert ja auch den einen oder anderen. EvoCat 2,40 Meter, das ist der leichtere Blank. Wir haben die ja noch in 2,43 und sind auch gerade an der 2,60 langen Variante dran. Die haben allerdings 120 Gramm Wurfgewicht. Wichtig bei der EvoCat, spielend leichtes Wurfgewicht. Also so eine 120 Gramm EvoCat, die wirft auch zur Not mal 150 Gramm. Aber trotzdem hat es eine sensible Spitze.
Und die 240er, die hat eine sehr sensible Spitze. Und das ist wichtig, um diese leichten Köder auf Distanz zu boxieren und wirklich auch die Aktion ideal in der Route zu spüren. Und mein absolutes Baby, wenn wir schon mal beim Tackle sind, die SR5. Ja, eine 5000er Stationärrolle, Vollmetall, geile Bremse. Es ist das vorfinale Muster. Wir ändern noch ein bisschen was an den Farben und der Knauf hier wird noch ein Tick kleiner. Wir haben hier 43 mm Durchmesser. Ich denke so 38, 39 tun es auch. Ansonsten aber ist das Teil final und soll im Herbst schon in den Handel kommen. Noch eine größere zum Ansitzen würde auch kommen. Aber hier, wie gesagt, die 5000er SR5 zum Wallerangeln oder auch Thunfischangeln. Ja, hatte ich die auch schon im Einsatz. So, jetzt mache ich noch ein paar Würfe. Vierte Stelle, wir sind jetzt mal auf der anderen Seite der Strömung, auch hier an diesem, ja wer ist ja nicht, an dieser Rausche. Hier haben wir so eine kleine Kante, ja so ein Plateau, links eine Rinne, rechts eine Rinne, einfach da wo die Strömung durchkommt. Und jetzt hoffen wir mal, dass wir hier an der Strömungskante mit einem Catcrank einen rauskratzen können. Rauskratzen ist das richtige Stichwort, öfter mal hat man Grundkontakt, also wenn man so eine Tiefe von 2,50 hat, dann merkt man manchmal, wie die Tauchschaufel so in den Grund reingeht und das ist gar nicht schlimm, ne? Einfach dann kurz pausieren. Und dann nochmal weiter kurbeln, weil der ab und zu mal so ein bisschen auf Grund kommt, nicht verkehrt. Und auch wenn es tiefer ist und er mal wirklich, sag ich mal, einen halben Meter über Grund läuft, auch nicht verkehrt. Gerade in strömenden Gewässern hat man ja schon die Situation, dass die Welse eher auf Grund liegen und da muss der Köder auch hin. Und das ist einfach so der riesengroße Vorteil von einem Crankbait, der läuft halt zwangsläufig in Grundnähe, wo die Welse auch stehen. Ein Blinker würden wir hier über den Köpfen der Welse vorbeiführen und damit würden wir wahrscheinlich nur fangen, also gerade in diesen Tiefen von über 2 Meter, damit würden wir wahrscheinlich nur fangen, wenn sie wirklich rauben wollen. Man sieht hier ja die Form, haben wir extra drauf geachtet im Vergleich zu den meisten Barschcranks, der ist sehr schmal von oben. Ja, und dadurch, wenn er so quasi gegen die Strömung kommt, hat er wenig Auflagefläche, wenig Angriffsfläche und dadurch läuft er schön stabil in der Strömung. Und die breite Tauchschaufel hier, das ist natürlich auch noch ein Aspekt, der ebenfalls dafür Sorge trägt, dass das ein super Köder ist für Strömung. Aber, wenn wir schon mal am Erklären sind, nicht nur in strömenden Gewässern kann man den Catcrank fischen. Dieses hochfrequente Vibrieren funktioniert natürlich auch, ähnlich wie beim Vertical Jig, in Stillgewässern oder ganz langsam fließenden Flüssen. Auch im Mittelwasser, ja, der sendet richtig Vibrationen aus. Insofern ist es schon allrounder, aber mein liebstes Einsatzgebiet, muss ich schon sagen, Flüsse mit Tiefen, sage ich mal zwischen 2,50 Meter, 3,50 Meter bzw. Plätze. Und ein bisschen Strömung, sauberer Grund und dann kann man den schön über Grund schrubben lassen, ganz in der Nähe der Waller. Und solche Flüsse gibt es ja wirklich sehr, sehr häufig. Ja? Rhein zum Beispiel, auch in Deutschland. Solltet ihr wirklich mal probieren. So, Kraut, das ist viel Kraut hier drin. Kraut weggemacht und jetzt wird hier unser Glück versucht. Ne? Mal schauen. Jawohl. Oh, jawohl. Ich glaube, wir müssen lösen. Anker lösen. Das ging ja schnell hier. Boah, wie viele Wurf waren das? Der dritte. Ging schnell. Also war ein guter Platzwechsel. Schön hier zwischen den beiden Strömungen. Am Plateau, an der Kante langs. Kein schlechter Fisch. Kein schlechter Fisch. Ja, voll gegen die Strömung. Ein guter, auch ist wieder ein guter. Ah, schlechte Richtung. Die Bäume, schlechte Richtung. Das ist nicht gut. Diesen Baum, was eine Scheiße. Was eine Scheiße! Oh,
Der war am Baum. Boah. Grimmi, Grimmi, Grimmi. Boah, normalerweise kriegt man die nicht mehr mit einer Strömung im Baum gehen. Boah. Ja, ruhig in die andere Richtung ziehen. Boah, das ist nochmal so ein Tier. Ähnliche Größe wie eben. Er hängt am Kopf, vor der Schnauze, darum macht er so Druck. Ab, weg, ab. Ah. Der hat vorne am Kopf gehangen. Also quasi hier das Maul und dann so knapp oben drüber. Ja, passiert, wenn er nur in der Haut hängt, ne? Aber wisst ihr was? Besser so wie anders. Am Anfang im Baum haben wir ihn zum Glück gelöst bekommen. So, ja, hat er nichts, ne? Kann er ganz normal wegschwimmen. So ist es. Manchmal Selbstsieger, manchmal der Fisch. Aber, wie gesagt, so eine Größe wie eben. Also klar, ärgert mich jetzt, aber hallo, trotzdem geil. Richtig, richtig geil, ey. Also, relativ wenig Bisse für so eine gute Stelle. Ich glaube, viele Fische sind wirklich noch unterleich. Man hat auch auf dem Echolot, ich bin jetzt auch mal eben abgefahren, als wir den Platz gewechselt haben, man hat auf dem Echolot auch eigentlich kaum was gesehen. Aber so ein paar Fische sind dann doch da, die vielleicht ganz knapp auf Grund liegen und ja, sie haben Bock. Ich würde sagen, wir werfen noch ein bisschen. Zwei Bisse, zweimal gehangen und zweimal groß, das ist schon geil. Mal gucken, ne, ob noch einer geht. Was ich auf jeden Fall noch kurz sagen möchte, wir haben hier relativ viel Strömung und wir kurbeln den Crank gegen die Strömung ein. Und wenn man einen Crank gegen die Strömung einkurbelt, ihr werdet das sehen, ihr müsst immer auf die Rutenspitze hören. Das heißt, wenn Strömungsdruck hier drauf kommt, muss man nur ganz, ganz langsam einkurbeln. Man muss da nicht ewig schnell einkurbeln, sondern nur ganz, ganz langsam. Man merkt es ja an der Rutenspitze, wann er läuft. Wenn ich jetzt gegen die Strömung werfen würde und mit der Strömung einholen würde, da müsste ich natürlich schneller einholen. Und dann, wie gesagt, die Plätze schön abfächern. Und genau damit fangen wir jetzt hier wieder an. Mal gucken, ob es nochmal drei Würfe dauert oder ein bisschen länger. Bestimmt länger. Also ich habe es ja im Echo gesehen, so viele Fische sind da. Und danach können wir uns aber auch noch einmal verrücken und unten haben wir auch noch so eine interessante Buhne. Also, einer will ich noch fangen. Eine Sache wollte ich noch loswerden. Das ganze Tackle hier, ja, Twistlock Snap, Silent Leader, Hulkline in 0,33, die 240 EvoCat, die gibt es jetzt schon bei uns im Onlineshop oder auch beim Fachhändler eures Vertrauens. Schaut einfach mal runter in der Videobeschreibung, da findet ihr die Links zum Onlineshop. Und wie gesagt, wenn ihr beim Fachhändler eures Vertrauens einkauft, dann freut uns das auch. Ihr unterstützt uns damit auf jeden Fall. Und die Rolle, falls ihr da Bock drauf habt, Oktober, November. Und der Cat Crank, ich weiß ja nicht, wann das Video hier erscheint, aber der kommt Anfang Juli. Geiler Köder. Und jetzt gucken wir, dass wir mit dem, wie gesagt, noch einen fangen. Und ich zeige euch mal. Ah. Zuerst muss ich mal ein, zwei Würfe machen. Das Problem ist nämlich, nach so einem Drill ist die Schnur extrem stramm aufgewickelt. Und das werdet ihr jetzt sehen. Die geht dann kaum von der Rolle. Ja? Und da ist es immer mal wichtig, ein bisschen Schnur von der Rolle zu ziehen, dass ihr nochmal normal werfen könnt. Weil es ja vollkommen klar, dass die stramm aufgewickelt ist. Habe ich immer ganz gerne, wenn hier Strömung ist, kann man so schön hier abwickeln lassen. So, und bezüglich Strömung, jetzt kann ich zeigen, wie langsam ich hier gegen die Strömung einkurbeln kann. Die Strömung alleine sorgt schon dafür, dass der Köder arbeitet. Mein Kumpel, der liebe Toni, der macht es oft mal so, dass er eine zweite Spinnrute dabei hat, die er einfach nur an die Strömung stellt. Wir stehen jetzt in so einer, ja, in so einer Strömungsfahne, kann man fast sagen, wo Rechts- und Linksströmung ist. Aber es klappt so schon, ja. Also der Köder spielt sogar so schon ganz leicht, ohne dass ich überhaupt einkurbel. Eine tote Rute quasi beim Spinnfischen. Das klappt manchmal, aber ich fange damit nicht an. Ja? Ich will die Ruten in der Hand haben und ich liebe es einfach, wenn die Waller so reinschlagen. So. Jetzt gucken wir mal, ob noch einer Bock hat. Ey, das war der erste Wurf am neuen Platz. Der allererste Wurf. Mal gucken, der kommt jetzt gut mit.
ist kleiner. Das ist ein kleiner Fisch. Aber ein Fisch. Können wir auch gerade einen Anker drin lassen. Dann. Ein süßer kleiner Babywels. Aber trotzdem, ne, mit der Evo-Cat, macht trotzdem Spaß. Das ist ja das Geile, ey. Geht ein 100-Kilo-Fisch, geht aber auch ein 10-Kilo-Fisch. Aufpassen hier. Mit den Drillingen. Auch vorne am Kopf endlich wieder groß. Mal direkt mal frei hier. Meterfischchen, ne? Sehr, sehr geil. Aber auch über die Kleinen muss man sich freuen. Finde ich gerade cool. Ich wollte unbedingt nur einen fangen. Hier ist er. Machen wir gar nicht lange rum, ne? Sausen lassen. Sausen lassen. Kleiner Junge. Wert 2,50 Meter. Sehr geil. Geil, Petri. Merci. Ja. Was ich noch sagen wollte, Stichwort Stabilität. Der Catcrank hat eine durchgängige Achse. Ich hab's jetzt nicht mehr im Kopf, aber weit über 40 Kilogramm Tragkraft. Ich glaube sogar 70 Kilo, wenn ich mich nicht täusche. Tragen die Sprengringe aber nicht einmal, ja. Also da geht eine Achse komplett vorne durch, ja. Alle Ösen sind miteinander verbunden und darum ist der auch so super stabil. Und er treibt auf, ja. Kann man auch mal kurz zeigen. Warum ist das so besonders? Die meisten Wallerwobbler, die sind zum einen nicht stabil. Was heißt die meisten Wallerwobbler? Die Wobbler der Größe nicht für Waller gemacht. Die sind alle nicht stabil, ja, die es in dieser Form gibt. Mit dieser Schmähle sowieso nicht, aber eine Form, die funktioniert. Ja, die muss man sich immer dann präparieren mit Vorformmaterial. Also super stabil. Die meisten anderen der Größe sind nicht stabil. Und wenn man da starke Drillinge montiert, wie hier bei unserem Catcrank, sinken die. Und sinken ist scheiße. Ein Crank, der muss einfach schwimmen, der muss auftreiben. Wenn man mal merkt, oh, Hänger oder die Tauchschaufel geht andauernd nur auf Grund, kann man mal kurz aufsteigen lassen. Ganz, ganz wichtige Kriterien, die der Catcrank hier erfüllt. Ganz ehrlich, es war ein geiler Tag. Netto-Angelzeit vielleicht 6 Stunden, 3 Waller, davon richtige Kanonen, vor allen Dingen den ersten, den wir rausbekommen haben. Mega, mega geil. Also Mini-Wobbler für Maxi-Waller. Ich wünsche euch viel Glück damit. Wenn das Teil im Handel erscheint, schaut euch ihn mal an in Kombination mit der EvoCat 33er Halkline und später vielleicht auch der SR5. Eine wirklich geile Fischerei, nicht nur für Wallerangler, sondern auch für Raubfischangler. Die Bisse brachial. Ich wünsche euch dicke, fette Waller. Bis zum nächsten Video. Ciao, euer Carsten.